Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und heute stelle ich Ihnen jemanden vor, der nach seiner regulären Arbeit, sprich nach seiner Pensionierung, wieder eingestiegen ist als ehrenamtlicher Helfer. Und das ist mein seit langem bekannter Kollege Andreas Tewald. Herzlich willkommen. Wir waren schon in Bonn zusammen auf der politischen Piste und jetzt sind wir beide pensioniert und sind in Ehrenämtern. Ja, ich sitze hier und Sie betreuen nicht nur Flüchtlinge, Sie machen Lesestunden, Sie schreiben Bücher, also Bücher, wo man Kindern was erklärt. Wie kommt man denn dazu, dass man zum Beispiel ehrenamtlich Flüchtlinge betreut? Sie können ja dann nicht einfach hingehen und sagen, so komm mal her, jetzt betreue ich dich. Sie sind ja Vormund sogar. Ja, ja, das bin ich schon mehrfach. Also ich bin 2016 in Altersteilzeit gegangen als Journalist und hatte ganz bewusst keinen Plan für danach, weil ich einfach mal in mich hineinhorchen wollte, um gucken, was macht das mit mir, wie geht es mir dabei, was fehlt mir nicht und was könnte ich mit meiner Zeit anfangen. Und mir war immer grob klar, dass ich irgendetwas ehrenamtlich machen will. Und damals war ja 2015, 2016 diese erste große Flüchtlingskrise, die wir hatten, wo sehr viele nach Deutschland kamen. Und damals wohnten wir in Moabit und meine Frau und ich hatten einen Spazierweg, wo wir jeden Abend am Lageso vorbeikamen. Und es gab bei uns in der Nähe so ein Tragluftzelt. Das war eine Einrichtung der Stadtmission, die dort Flüchtlinge unterbrachte für die ersten Tage. Meistens waren das dann Monate. Und die suchten Ehrenamtliche, die Frühstück ausgeben konnten oder denen abends irgendwie das Bett zuwiesen und solche Dinge halt. Und da bin ich dann gerne hingegangen. Da habe ich noch in der Anfangszeit gearbeitet und dann habe ich aber oft Frühstücksausgabe oder sowas gemacht. Und dann fand ich das ganz interessant und entdeckte, dass die Caritas Vormunde suchte. Und dann habe ich mich da mal gemeldet und dann gab es eine Wochenendausbildung. Was braucht man denn dafür? Ein bestimmtes Alter? Ausbildung? Nein, man braucht überhaupt kein Alter. Man muss halt erwachsen sein. Man muss also sozusagen, muss einen ordentlichen Leumund haben. Man muss ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, dass man auch mit Kindern was machen darf. Und dann kriegt man in einem Wochenendseminar, hat ein Familienrichter uns erklärt, was macht eigentlich ein Vormund, wofür ist der da, was tut er, was darf der nicht und so. Erzählen Sie mal, was macht der? Naja, ich habe aber gar keine Vorstellung davon. Also ich übrigens auch nicht. Also als Vormund habe ich faktisch die Personensorge. Das heißt, Vormund werde ich in aller Regel bei jungen Geflüchteten, die unbegleitet sind, wo keine Eltern da sind. Und unbegleitete Minderjährige, die dürfen noch nicht mal in einem Sportverein Mitglied werden, weil sie das gar nicht unterschreiben dürfen. Sie brauchen immer einen Erwachsenen, der das tut. Oder beispielsweise die ganzen Schulangelegenheiten sind Sachen, die ich... Oder ich habe beispielsweise auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Also ich muss mich auch darum kümmern, findet er eine Unterbringung, eine Wohnung, eine WG. Der kann also nicht von sich aus selber loslaufen oder die? Nein, nein. Und sagen, das gefällt mir, da möchte ich gerne wohnen. Nein, das kann er nicht, sondern das geht ungefähr so. Die Jungs kommen, in der Regel sind es ja Jungs, die kommen in ein sogenanntes Clearing-Verfahren, wo erstmal geguckt wird, haben die Papiere, wie alt sind die, bleiben die in Berlin oder werden die auf andere Bundesländer verteilt. Und dann, wenn die dann hier sind, dann wird eine Vormundschaft angeregt. Die wenigsten haben einen ehrenamtlichen Vormund, der sich um sie alleine kümmert. Die meisten kriegen zunächst mal einen Amtsvormund. Das ist in der Regel jemand aus dem Jugendamt. Die haben aber oft 50, 60, 70, die sie betreuen müssen. Damit sind die natürlich heillos überlastet. Die können überhaupt keine individuelle Betreuung machen. Die machen ein paar rechtliche Dinge und mehr können die gar nicht. Und dann gibt es Vereinsvormunde, das heißt diese Vereine, wie es gibt hier Akinda, Cura und Caritas, sind drei Vormundschaftsvereine. Die haben auch sogenannte Vereinsvormunde. Die machen auch das, was ein Amtsvormund macht. Und dann werben die immer und suchen ehrenamtliche Vormunde, die dann sagen, okay, ich nehme einen Jugendlichen oder auch zwei unter meine Fittiche. Und das heißt, dass die suchen. Ja, gibt es da eine Liste, wo man sich anmeldet? Ja, es geht anmeldet, so, man kriegt erstmal... Wie kommt man da überhaupt rein in diesen Verteiler? Man kommt da rein, indem man bei der Caritas oder bei Cura oder Kinder sich mal meldet und sagt, ich hätte Interesse, Vormund zu werden.
Dann erklären die einem genau, was man tun muss. Die gucken auch, ist man überhaupt dafür geeignet. Da können sich ja auch Leute melden, wo man sagt, die besser vielleicht nicht. Wenn die sagen, ist geeignet, dann kann man beispielsweise sagen, auch ich hätte gerne jemanden aus diesem oder jenem Land, weil ich da vielleicht eine Affinität habe oder das Land schon kenne. Oder aber, so war es bei mir, dass ich denen gesagt habe, also es gibt wahrscheinlich auch eine Dringlichkeitsliste von jungen Leuten, die das besonders schnell bräuchten. Sowas haben die auch. Und mir war das dann im Prinzip egal, woher die kommen. Und dann habe ich als erstes einen jungen Afghanen genannt bekommen. Der wurde aber dann empfohlen. Genau, die empfehlen einen und dann hat man zunächst mal mehrere Treffen mit denen. Und die sind ja in irgendeiner Einrichtung untergebracht, dann gibt es, man geht mit denen spazieren oder geht mal ins Café und hat dann bei den ersten Treffen auch jemanden Drittes dabei, damit auch klar ist, dass ich keine unredlichen Absichten oder dergleichen haben. Und da muss man sich halt eben etwas beriechen, ob das irgendwie auch menschlich passt. So, und wenn das dann soweit ist, dann kann man sagen, ja, ich wäre bereit, die Vormundschaft zu übernehmen. Und der junge Mann kann auch sagen, ja, ich wäre froh, wenn der mein Vormund würde. Und dann geht das Verfahren, dann wird das vom Jugendamt beziehungsweise von der Caritas ans Jugendamt gegeben. Das Jugendamt gibt das dann als Familiengericht und die bestallen einen. Das dauert zwei Jahre. Nee, das geht eigentlich relativ schnell. Und was die auch machen können, ist, dass zum Beispiel die Träger wie die Caritas, die können mir schon eine Vollmacht geben, dass ich faktisch in der Zeit, wo die offizielle gerichtliche Bestellung noch nicht vollzogen ist, ich schon agieren kann wie ein Vormund. Das Einzige, was ich da nicht machen darf, ich darf in der Zeit keine Rechtsgeschäfte tätigen, die jetzt meinetwegen die Caritas finanziell binden würden. Das darf ich nicht. Ich kann ja nicht nicht den teuren die Weltreise spendieren, die können das sowieso nicht nutzen, aber das darf ich eben nicht. Aber alle anderen Dinge, da kann ich schon tätig werden. Das heißt, Einschulung, wenn jemand da ist, der ist 10, 12. Einschulung, ich sage, wo kommt der jetzt in eine Willkommensklasse? Oder kann der von einer Willkommensklasse in eine normale Schule wechseln? Oder ich bin im engen Austausch mit dem Jugendamt zu gucken, wo könnte der wohnen? Ist das jemand, der für betreutes Einzelwohnen taugt? Das spricht, der kann alleine wohnen. Das heißt aber in dem Fall immer, es gibt immer noch Betreuer, Sozialarbeiter, die sich um den kümmern, in eine bestimmte Zeit in der Woche, das ist so ein Stundensatz, wo er dann auch hingehen muss. Die treffen sich dann auch und dann gucken die, wie selbstständig ist der. Kann der das alleine schon, kann der das nicht alleine? Oder ist das jemand, der besser in einer WG wohnt oder in einer Einrichtung für mehrere? Oder bedarf der beispielsweise psychiatrische Hilfe, weil der traumatisiert ist? Dass man da sagt... Das müssen Sie auch alles mitentscheiden. Ja, ich habe das anfangs immer so gemacht, dass ich die zu einer Traumaambulanz, damals von der Charité gab es die, für junge Geflüchtete, dass ich mit denen da hingegangen bin, habe mir dann einen Termin gemacht und habe die dort mal vorgestellt einer Psychologen, dass die einfach mal gucken, wie sind die eigentlich drauf? In der Regel haben die ja furchtbare Erlebnisse hinter sich in einem Alter, wo man das einem Kind nun wirklich nicht wünscht. Und die sind dann oft dadurch hoch belastet und dann ist es ganz gut, mal zu gucken, brauchen die medizinische Hilfe, brauchen die psychologische Hilfe, auf was muss man vielleicht achten? Oder kann man sagen, das kann jetzt einfach mal so weiter? Das ist doch kein Nebenjob. Da brauchen Sie auch 20 Stunden am Tag. Nee, das kann man schon ganz gut leisten. Man muss das nicht jeden Tag machen. Man hat ja auch die Unterstützung eines Jugendamtes. Dann sind die meistens in einer Wohneinrichtung drin, wo ja auch Betreuungspersonal ist, die sich ja im Alltag auch kümmern. Was ich da nicht machen muss, also wenn Sie zum Beispiel, ich habe jetzt zwei Mündel, die sind 13 und 14 Jahre alt, die habe ich übernommen, da waren sie 8 und 9. Die sind in so, einer ist ein begleiteter Minderjähriger, der hat seine Tante, die ist mit ihm hier, die ich allerdings auch betreue, so, oder der ich helfe in bürokratischen Dingen. Und der andere wohnt in einer WG oder in einer Kindereinrichtung, da sind nicht nur Geflüchtete, da sind in Masse deutsche Kinder drin. Und da ist hervorragendes Personal, die sich auch kümmern, mit denen ich im engen Austausch bin. Und die Frage, wie intensiv man das macht, hängt auch sehr stark von einem selber ab. Man kann sich darauf zurückziehen, also rechtlich vorgeschrieben ist, dass man einmal im Monat ein Mündel sehen muss in dem Umfeld, in dem er lebt, um einfach zu gucken, geht da alles, ist da alles in Ordnung, was da läuft. In der Regel sehe ich die viel, viel öfter und unternehme auch mit denen. Ich war auch mit denen in Urlaub, in so Ferienfreizeiten oder sowas, das mache ich auch. Und das ergibt sich dann so mit der Zeit. Also man kriegt ein engeres Verhältnis zu diesen Kindern. Und das ist auch der Sinn ehrenamtlicher Vormundschaften, dass man sagt, dass
ist kein bürokratisches Verhältnis, wo sich einer um diese rechtlichen Dinge kümmert, sondern wo man sozusagen um diese Kinder auch die stärkt und sich um sie kümmert. Ich gehe zum Elternsprechtag, unterhalte mich mit den Lehrern, wie läuft es an der Schule, und mache halt auch privat was mit denen. Gehe mit denen mal essen oder gehe mit denen mal irgendwo in den Kletterwald oder Fußball oder ich melde sie mal Verein an. Das klingt alles so problemlos. Ich stelle mir mal vor, jemand mit 8, 9 kommt her, jetzt ist er 12, 13, gibt es da keine Probleme, dass sie sagen, was soll das hier, es geht mir zu langsam oder du gefällst mir nicht oder ich werde gemobbt oder was passiert so in dem? Ja, das gibt es natürlich auch alles. Also zum einen sind die Jungs dann irgendwann in der Pubertät. Und das, was dann meinetwegen Eltern in der Pubertät abkriegen, das kriege ich dann oft auch ab. So, dann sind sie gegenüber mir aufmüpfig oder sagen mir, nun chill doch mal oder sowas. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Wir müssen ja irgendeinen haben, der sich auch reiben kann. Das Wort chillen kenne ich schon. Ja, genau. So, solche Dinge. Aber ich habe da gute Erfahrungen bisher gemacht. Also das hat man sozusagen alles mit inklusive. Mhm. Aber ich kann nur sagen, also ich habe nie etwas Sinnvolleres gemacht und nie etwas, was einen auch mehr erfüllt und auch ausfüllt. Wie viele haben Sie denn inzwischen? Aktuell habe ich 3 Jungs, die in dem Alter sind. Und ich habe 2 Vormundschaften sind schon rum, weil die Jungs erwachsen sind. Der eine ist schon 24, der hat inzwischen eine kleine Familie, ein Kind. Und einen Job? Der hat hier eine Maurerlehre gemacht, der fängt jetzt im Sommer seine Meisterschule an. Der will Meister werden, weil er sich irgendwann selbstständig machen will. Der ist also wunderbar unterwegs. Und der andere, der ist noch in einer Schule, der macht dieses Jahr seinen MSA, der will irgendwas im Bereich IT machen. Der ist auch gut zu Fuß. Das geht gut voran, klingt gut. Wir machen eine kurze Werbepause mit Andreas Dewald. Er hat 3 Mündel. Ja, was das bedeutet, darüber reden wir. Das können Sie nämlich auch machen, wenn Sie wollen. Nicht immer nur reden über Hilfe für Geflüchtete. Sondern am Beispiel Andreas Tewald reden wir heute darüber, wie es tatsächlich gehen kann, nämlich durch Vormundschaften. Das ist tätige Hilfe. Und ein Buch haben Sie auch noch geschrieben, das haben Sie mitgebracht, interessantes Buch. Da schildern Sie in Kinderform den Kindern, wie es in einem Seniorenheim zugeht. Schon weit vorausgesagt. Aber alles nach einer kurzen Werbepause, die wir jetzt machen. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung Standard Berlin und zu Gast ist Andreas Tewald. Wir beide waren Kollegen im politischen Leben in Bonn und Berlin. Jetzt sind wir beide pensioniert und jeder macht etwas, was ehrenamtlich interessant ist. Herr Tewald hat inzwischen 3 Münde, wo er Vormund ist für 3 geflüchtete Jugendliche. Und darüber reden wir, wie man dazu kommt, was man dazu machen muss, welche Probleme es gibt. Ja, und Sie haben 3 Jungs. Ja, betreuen Sie jetzt seit 3-4 Jahren und alles problemlos gelaufen? Bisher, also toi toi toi, ist das alles problemlos gelaufen. Also es gibt auch natürlich Fälle, wo das nicht so schön läuft, das kenne ich auch. Also das kenne ich von anderen Vormunden, wo es dann schon mal etwas schwieriger wird. Man muss immer sehen, das sind alles Jungs, die fürchterliche Dinge hinter sich haben in aller Regel. Was auch hier bei uns in der Gesellschaft viel zu wenig gewürdigt wird. Dass man einfach sagen kann, das sind junge Leute, die sind oft im Kindesalter aufgebrochen oder einem Älteren mitgegeben worden, damit sie hierher kommen. Und die haben Trennungserfahrung, die sind von ihren Eltern weggeschickt worden, die haben die Familie faktisch verloren, die sind auf der Flucht, haben die oft ganz furchtbare Erlebnisse, leben hier ja auch unter prekären Umständen in einem völlig fremden Land, in einer Kultur, wo sie sich erstmal wieder Grund unter die Füße schaffen müssen. Und ich finde, jedes Kind sollte das Recht haben, dass sich jemand um sie kümmert. Das können Behörden alleine gar nicht leisten, selbst wenn sie das wollten und wenn sie besser organisiert wären, als sie in Berlin organisiert sind. Deshalb finde ich, ist das Ehrenamt da ungeheuer wertvoll und ich kann nur jeden ermuntern, sich sowas zu überlegen, weil es enorm hilft und es auch denjenigen, die das machen, enorm viel gibt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lerne über diese Jungs auch wahnsinnig viel. Das hält mich ja auch jung. Ich muss mich ja permanent mit Dingen beschäftigen, die ich normalerweise vielleicht gar nicht auf dem Schirm hätte. Also ich habe zum Beispiel einen TikTok-Kanal. Der ist an sich nicht für mich gedacht, aber im Grunde genommen gucke ich mir an, was die Jungs sich da auch angucken. Weil das ist in der Alterskategorie, macht man das halt.
Und die erklären mir auch viele Dinge. Ich merke ja auch zum Beispiel, dass ich bei Sachen wie Handys und sowas sind, die mir ja 10-mal überlegen, weil die das natürlich ganz anders spielerisch angehen, als ich das tue. Insofern ist das oft auch sehr lustig, was wir da machen. Also legen Sie sich denn auch hin und wieder mit dem Jugendamt an oder mit der Schulbehörde? Mit dem Jugendamt weniger, aber mit der Schulbehörde, also die... Mit Behörden lege ich mich häufig an. Ich muss auch sagen, was ich wirklich schade finde, ist, man merkt, es gibt so eine Zweiteilung der Gesellschaft. Ich habe in meinem eigenen Leben für mich persönlich nie irgendeine Behörde benötigt, die für mich existenziell war. Ich habe keine Sozialhilfe gebraucht, ich habe kein Arbeitslosengeld gebraucht. Ich konnte mich immer über Behörden allenfalls ärgern, weil mein Termin nicht früh genug war oder aus sonstigen Gründen. Hier sind es aber Leute, die elementar angewiesen sind auf behördliche Unterstützung. Sei es, dass sie Sozialhilfe oder Mittel nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben müssen, dass sie vom Jobcenter in irgendeiner etwas kriegen müssen. Und da stelle ich fest, ich habe viele, alles Sozialbürokratie, Schulbürokratie, Ausländerbürokratie, die kenne ich nun aus dem F4. Und der Punkt ist, und das geht nicht nur um Flüchtlinge, Deutsche, die zum Beispiel auf Sozialhilfe angewiesen sind, die sind ja kein Deut besser dran. Und da kann ich nur sagen, da sind wir in aller Regel von den Behörden miserabel aufgestellt, vollkommen überbürokratisiert und einfach so, dass ich sagen muss, ich habe mit den Beschäftigten dort, in aller Regel mache ich da sehr gute Erfahrungen. Die leiden unter diesem System enorm, weil sie das jeden Tag anwenden müssen. Mir hat eine Frau von einem Sozialamt bzw. von einem Jugendamt mal gesagt, sie glaubt, viele Dinge sind bei uns so kompliziert organisiert, damit sie keiner beantragt. Das glaube ich inzwischen übrigens auch. Es wird von zum Teil weltenfernen Bürokraten an der Spitze und weltenfernen Politikern gemacht, die gar nicht wissen, was sie da anrichten. Ja, aber wir beide waren ja in der Zunft der Journalisten. Da weiß man ja, an wen man sich wendet, wenn das so ist. Das tue ich ja auch. Ich habe beispielsweise in der Schulverwaltung habe ich eine Anzeige erstattet gegen die Schulsenatorin, weil sie beispielsweise wegen des Verstoßes gegen das Schulgesetz, weil sie wollten, dass Jugendliche ab 15 Jahren aufwärts nicht zur Schule angemeldet werden sollen. Junge Geflüchtete. Ich meine, die Senatsverwaltung... Das heißt, die gehen nicht zur Schule? Die gehen nicht zur Schule. Es gibt wahnsinnig viele junge Leute, die hier monatelang untergebracht sind in irgendwelchen Einrichtungen, wo sie keine vernünftige Jugendhilfe haben, wo sie den ganzen Tag mehr oder weniger keine Tagesstruktur haben, wo sie die Wand anstarren können, wo sie nicht zur Schule dürfen, wo monatelang nichts mit ihnen passiert. Erklären Sie mir doch mal, warum denn ein 15-Jähriger nicht zur Schule gehen darf? Ja, weil beispielsweise, er muss ja einen Schulplatz haben. Er müsste irgendwo in einer, meistens sind es 15-, 16-Jährige, die Eltern, weil sie müssen den ja irgendwo unterbringen. Die kommen in der Regel erstmal in eine Willkommensklasse, damit sie Deutsch lernen. Die Willkommensklassen sind so ausgelegt, dass die in erster Linie Deutsch lernen. Die kriegen auch so ein bisschen was beigebracht an Mathe oder auch Sozialkunde, damit sie ein bisschen was mitkriegen vom Land. Und wenn ihre Deutschkenntnisse so weit sind, dass sie... dem normalen Unterrichtsgeschehen folgen könnten, dann sollen sie in eine normale Klasse gehen. Viele kommen noch nicht mal in eine Willkommensklasse, weil man sie da gar nicht reinlässt. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass man das Erstgespräch überhaupt nicht macht. Also man muss sich vorstellen, ein junger Mann kommt hier an oder ein Jugendlicher. Der kommt hier an, sitzt in einer, zunächst mal einer, in Obhutnahme heißt das, da wird dann erstmal geguckt, wer ist das? Und dann hat er Anrecht auf ein Erstgespräch. Da soll festgelegt werden, ist der denn wirklich minderjährig? Wie ist der? Das soll eigentlich binnen 4 Wochen passieren. In Berlin hat das zeitweise 8 Monate gedauert, in denen mit den jungen Leuten gar nichts passiert ist. Und jeder weiß doch, junge Leute, die 15, 16, 17 sind, die keinerlei Tagesstruktur haben, die kommen nicht immer per se auf die allerbesten Ideen. So, deshalb muss ich sagen, das, was die Senatsverwaltung da zum Teil gemacht hat, ist haarsträubend. Und die Klage gegen die Schulbehörde läuft? Oder ist die läuft. Ich habe Anzeige erstattet und ich habe dann nichts mehr davon gehört und harre jetzt der Dinge, was da jetzt passiert. Weil ich finde, die gehören schon beschult. Es gibt ja auch die weiteren Dinge. Es gibt ja in Tegel beispielsweise eine große Einrichtung, in die auch niemand reingelassen wird. Wo man aber mitbekommt, dort sollen die sozusagen unter sich beschult werden. Das heißt, man unterläuft da jede Form der Integration. Ja, das sind doch Schulgesetze. Ja, aber die Frage, wie man damit hier umgeht, ist dann manchmal etwas kreativ. Deshalb habe ich ja Anzeige erstattet. Weil ich sage, das kann ja so nicht sein, weil das Schulgesetz gilt für alle.
Und es gibt auch die UNO-Kinderrechtskonvention, nach der im Grunde genommen die Kinder den Schulzugang haben müssen in jedem Land, wie in dem anderen. Da bin ich ja mal gespannt, wie das entschieden wird. Dann sehen wir uns hier wieder. Dann sehen wir uns gerne wieder. Und jetzt will ich noch gerne reden über das Buch, das hier für uns steht. Das ist ein anderes Thema. Das heißt, Sie haben es geschrieben mit noch jemandem und dort schildern Sie in Kindersprache, wie es im Sinne Jornheim zugeht. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Das war folgende Bewandtnis: Wolf-Peter Hocke, das ist ja der Co-Autor und das ist eigentlich der Initiator der Geschichte gewesen. Der hat früher unter anderem auch so Pflegeheimbetreiber auch mitberaten und sowas. Und die kamen dann auf die Idee, ein Kinderbuch zu machen, in dem man mal schildert, wie geht das überhaupt mit der Pflege? Und dann hat er mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, da als Autor das zu machen. Und dann hat mich das deshalb angefixt, weil ich habe als Journalist immer sehr viel Sozialpolitik gemacht, also Gesundheitspolitik, Pflegepolitik. Das war immer mit mein Thema, das ich sehr gerne bearbeitet habe. Und dann sagte ich ja, das hat mich dann gereizt. Und dann haben wir das zu dritt entwickelt. Sprich, Wolf-Peter Hocke und ich. Ich habe das im Wesentlichen geschrieben. Wir haben aber sozusagen die Konzeption, was kommt da eigentlich alles rein, zusammen entwickelt. Und dann gab es Wolfgang Schomberg, das ist der Zeichner. Und dann musste man immer den Fortgang, wir haben uns dann öfter getroffen, zu gucken, okay, wie stricken wir jetzt die Geschichte, damit es passt. Weil es ging ja darum, zu sagen, Kindern mal zu sagen, was gibt es eigentlich an betreutem Wohnen? Oder wie geht es in einem Altenheim zu? Oder was haben die alles für Sachen da? Beispielsweise ein Rollator, was ist denn ein Rollator? Kennen ja viele Kinder überhaupt gar nicht. Die sieht man hier noch. Oder dass sie beispielsweise sehen, was es in einem Altenheim alles so gibt von Betreuung. Also dass es Sport gibt, also so Sitzsport mit Therabändern. Oder dass die zum Beispiel auch Kegelnachmittage machen können, weil sie das mit so Computerspielen machen können. Also da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Gleichzeitig enthält das Buch die Passagen, wie ging das eigentlich früher mit Pflege. Und dann haben wir noch so ein Kapitel gemacht, wie geht das eigentlich im Jahr 2050, so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Gibt es dann Roboter oder was machen die Roboter dann? Also da haben wir so eine Pflegestation gezeigt, wo beispielsweise Betten selbstständig fahren. Also jeder, der mal im Krankenhaus war, kennt das. Er muss zur Untersuchung, dann schiebt ihn einer auf dem Bett irgendwo 3 Etagen weiter zu einer Untersuchung. Da gibt es aber heute schon Möglichkeiten zu sagen, das Bett fährt selbstständig. Das wird halt programmiert und findet seinen Weg selbst, spart Personal. Und gleichzeitig haben wir das Ganze gespickt mit Infomaterial, das auch sich an Erwachsene wenden soll, zu sagen, wie viele Pflegebedürftige gibt es eigentlich heute? Wie sind die Erwartungen der nächsten Jahre? Wie ist der Alterungsprozess der Gesellschaft? Und all diese Dinge. Und es gibt dazu bis dato kein Kinderbuch. Und das war der Versuch, ein solches zu machen. Also, Ihren Kindern das mal zeigen, nach dem Motto, so geht's Mama und Papa irgendwann mal oder Opa und Oma, so geht's jetzt schon und dann ist das gut so. Kommen wir noch zu dem Thema zurück, was wir ganz allgemein haben. Sie kümmern sich also um Flüchtlinge, um Seniorenheime. Was kommt denn als nächstes? 3 Mündel haben Sie schon, die werden ja erwachsen. Ja. Dann gibt's neue oder sind die schon da? Also solange wie viel darf man denn überhaupt betreuen? Ja, das ist nicht, glaube ich, numerisch festgelegt. Also die meisten Vormunde haben vielleicht in der Regel 1. Es gibt aber welche, die haben 2. Und aber 3 ist doch schon eine ganze Menge. 3 ist schon eine ganze Menge. Ich habe auch manchmal oder häufig mehr zu tun als in früheren Berufstagen. Das ist wohl so. Ich werde mit Sicherheit immer in diesem Sektor aktiv sein. Solange ich also geradeaus laufen und meinen Namen aussagen kann, werde ich das machen. Sehr gut. Dafür gilt Ihnen großer Dank, dass es so ist. Und klagen Sie weiter gegen alle Behörden, die nicht so spuren, wie sie sollten. Vor allen Dingen, wenn man so offenkundig gegen Gesetze verstößt. Das verstehe ich noch gar nicht. Ja, es ist ja immer die Frage, wer klärt das alles? Oder das läuft ja unter dem Radar. Wenn sich keiner beschwert, kann man ja einfach mal Dinge machen. Und ja, da finde ich einfach, da muss man dann hingucken und muss sagen, Leute, was er hier macht, das geht so nicht. Ja, warten wir mal ab, was da rauskommt und dann sehen wir uns hier wieder und dann berichten wir über Ihren großen Sieg gegen die Schulbehörde. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Andreas Tewald und herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder jeden Samstag 21:40 Uhr und am Montag
auf YouTube. Danke fürs Zuschauen und tschüss.